In Leipzig, vielleicht deswegen die gute Laune, läuft seit heute der spannendste CDU-Parteitag, ich lege mich fest, mindestens der Woche, meine Damen und Herren. Was wird aus der letzten deutschen Volkspartei? Und hat Annegret Kramp-Karrenbauer als Chefin da überhaupt noch eine Zukunft? Das sind die großen Fragen, die sich ganz Deutschland stellt. Ich meine, klar, in Leipzig, da lege ich mich auch fest, findet garantiert keine Revolution statt. Sowas gehört nicht zur DNA der CDU. Trotzdem natürlich ein spannender Parteitag, weil ja keiner mehr weiß, wofür dieser Verein überhaupt noch steht. Symptomatisch dieses Bild vom Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Da klaut gestern ein Typ von Greenpeace das C und latscht seelenruhig damit weg. Ja, der ist dann wie in der Sesamstraße so durch Berlin gelaufen und hat Passanten gefragt, ey, willst du ein C kaufen? Ja, wollte aber keiner. Ja. Die Union von heute lechzt nach Führung, nach Orientierung. Ist ja auch klar, als Ausgleich für das große Vakuum namens Merkel. Was genau müsste die Partei also machen, um sich eines Tages doch mal wieder von der SPD zu unterscheiden? Ich sage, da sind konkrete Ideen gefragt. Wir reden heute über die Zukunft. Die Zukunft ist noch nicht ausgemacht. Sie liegt in unserer Hand. Die Zukunft ist offen. Und wir müssen die Chancen nutzen, die im Morgen liegen. Und ob das so kommt oder nicht, das liegt ein gutes Stück an uns. Es kann passieren. Aber es muss nicht passieren. Konfuzius sagt, Zukunft kann passieren, muss aber nicht. Ja. Hör mal, anderthalb Stunden hat die so geredet. Ich übertreibe nicht, 90 Minuten flog dieses Rhetorikfeuerwerk den CDU-Delegierten um die Ohren. Ja. Zum Glück, müssen wir sagen, hatte irgendeine schlaue Firma Zollstöcke als Werbegeschenk in der Halle verteilt. Und wie dieser Mann hier beweist, damit konnte man die Zeit rumkriegen. Ja, Zollstöcke, die Droge des kleinen Mannes. Ja, bis jetzt zumindest, bis heute Abend hat in Leipzig keiner der Möchtegern-Revoluzzer von Merz bis Kuban offen an AKKs Stuhl gesägt. Ja, das machen die kleinen Feiglinge immer nur vor Parteitagen, aus dem Hinterhalt. Dabei hat Ed Annegret ihnen den Ball, muss man sagen, wirklich schon auf den Elfmeterpunkt gelegt. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden. Ich möchte es aussprechen. Ach, ich bin gar nicht in der CDU. Dann nicht. Ja, emotionaler Moment. Ansonsten diskutiert die CDU in Leipzig vor allem über ein großes Thema, Digitalisierung. Das ist im Moment ohnehin Deutschlands Top-Thema. Alle reden über Digitalisierung. Anfang der Woche traf sich ja schon unsere GroKo auf Schloss Meseberg in Brandenburg zur großen Digitalklausur. Ja? Und da gab es einiges zu besprechen, da in diesem Hanni- und Nanni-Laden, wo die sich da eingekerkert haben. Überlegen Sie mal, selbst die Netzabdeckung mit 4G, wir reden nicht von 5G, selbst die mit 4G ist bei uns schlechter als in Albanien. Das ist kein Witz. Hier, original Live-Schalte zum Funklochgipfel in der ARD. Da soll es auch mehr Begleitforschung geben, die jetzt mehr gefördert werden soll. Und zudem, um eben neue Grundstücke. Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Meseberg gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Hoppla! Ja, Funkloch. Oder wie die Einheimischen dort sagen, Brandenburg. Ja. Jetzt will die GroKo selber mit ihrem, also letztlich mit meinem Geld, 5000 neue Funkmasten aufstellen in ganz Deutschland. Von Andi Scheuer in Meseberg verkündet. Gute Idee oder doch nur Funkmasturbation? Ich sage beides. Es ist beides, denn damit bügeln sie ihre eigenen Fehler der letzten Jahre aus. Zum Beispiel, dass man Telekom und Co. bei der Ausschreibung nie verpflichtet hat, eine Mindestfläche abzudecken. Auf dem Land verdienen diese Konzerne zu wenig und deswegen ist das hier auf dem Land die Realität. David Ortmann versucht zu telefonieren. Das geht hier digital. Allerdings nur, wenn alle anderen im Rathaus nicht im Netz sind. Steve, das geht schon wieder nicht. Du musst unbedingt aus dem Netz raus. Steve, hör auf, Pornos zu gucken. Der Bürgermeister muss telefonieren. Ja, Steve, du. Ja, noch ein schöner Vergleich. In Portugal
haben knapp 90% der Haushalte inzwischen einen Glasfaseranschluss. Bei uns sind es 8,5%. Die Bundesnetzagentur, nicht irgendwer, die Bundesnetzagentur hat gerade erklärt, 56 Kilobyte seien doch auch okay. Ältere Zuschauer werden sich erinnern, das war die Geschwindigkeit vor ISDN. Ja, was wir hier machen, das grenzt wirklich an eine digitale Empfängnisverhütung, wirklich. Aber gut, jetzt kommt garantiert die Wende, Freunde, mit unserem tollen neuen Digitalkabinett. Denn da sitzen wirklich nur die Besten der Besten. Ja, das Digitalkabinett, da haben wir alle Minister gefragt, ob sie glauben, dass sie da reingehören. Und alle haben Ja gesagt. Ja, das erinnert so ein bisschen an das Schulsystem von Bremen. Ne? So, Kinder, wer glaubt alles, dass er aufs Gymnasium gehört? Ja. So, wenigstens arbeitet Familienministerin Giffey jetzt an der digitalen Behörde. Zeit wird's. In Berlin steht man gerne mal die ganze Nacht an für eine Wartemarke vom Standesamt. Ist Tatsache. Und nur mal zum Vergleich, in Estland gibt es nur noch 3 Vorgänge, für die man zwingend persönlich aufs Amt muss. Scheidung, Hauskauf, Hochzeit. Ja, 3 Sachen, die einen sicher ruinieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Estland, so weit sind wir in Deutschland noch lange nicht. Aber selbst das kann man ja positiv sehen. Jetzt endlich UNESCO-Weltkulturerbe. Die deutsche Behörde. Im tosenden Sturm der Digitalisierung bleibt sie eine Insel der Ruhe. Hier garantieren unsere Mitarbeiter eine einmalige Mischung aus professionellem Desinteresse und offener Feindseligkeit. Mit Technik von gestern für morgen und übermorgen genießen Sie den beruhigend modrigen Geruch von Stempelkissen und abgestandenem Filterkaffee. Wir sind und bleiben für Sie offline. Denn wir wollen, dass das Internet eine Verheißung bleibt. Genau. Deutsche Behörden. Entschleunigung für die Ewigkeit. UNESCO-Weltkulturerbe. Die analoge deutsche Behörde. Ja. Digitalisierung. Aber seien wir unserer GroKo auch mal ein bisschen dankbar. Neue Funkmasten kommen. Funkmasten sind quasi das Must-Have der Saison. Gleichzeitig gibt es aber auch, wissen Sie, jede Menge Bürgerinitiativen, die gegen solche Teile vor ihrer Haustür klagen. Ist ja auch ein totaler Trend. Überall wird geklagt. Genau deswegen kommen ja auch unsere Stromtrassen gar nicht voran. Ja, wobei ich in Sachen Stromtrassen mancher Anwohner auch verstehen kann. Wenn man die Kinder auf die Schaukel zum Beispiel setzt, die kriegen eine geflitscht teilweise. Oder die Gesichter vibrieren von den Kindern. Wenn man die Mama, ich kann heute nicht zur Schule, mein Gesicht vibriert. Ja, ist nicht lustig. Trotzdem, überall wird nur noch geklagt. Auch gegen Windräder. Vor allem gegen Windräder. Laut Peter Altmaiers neuestem Gesetzentwurf müssen Windräder in Deutschland mindestens 1000 Meter von der nächsten Siedlung entfernt sein. Und 5 Häuser gelten da neuerdings tatsächlich schon als Siedlung. Das wäre wirklich der Todesstoß für diese Energieform, für die Windenergie. Sebastian Puffpaff leitet die Arbeitsgemeinschaft arroganter Latte Macchiato trinkender Großstädter, die langsam die Schnauze voll haben von der renitenten Landbevölkerung. Griffiger Name. Herr Puffpaff, ich habe so verstanden, Ihnen reicht's langsam. Aber hallo, hör mal, mir brennt die Nudel schon vom Hörensagen. Hör mal, unser Symbol ist ja nicht umsonst der durchgestrichene Misthaufen. Und das geht ja jetzt nicht generell gegen die netten Menschen vom Land. Guck mal, unser Herr Welke zum Beispiel, der ist ja in Harsewinkel bei Gütersloh aufgewachsen. Und da weiß ich, der Onkel Puffpaff muss lauter und langsamer sprechen. Nein, weil der kleine Olli die ganzen Ammoniakdämpfe von der Gülle eingeatmet hat. Und das können Sie gar nicht sehen, aber der trägt auch Gummistiefel. Geil. Ist jetzt keine Arroganz, das sind Fakten. Ja. Aber man kann sowas wie Windenergie, Herr Puffpaff, doch nicht gegen die Bevölkerung durchsetzen. Ja, was heißt Bevölkerung? Ich sage immer, was im Wald lebt, das ist ja mehr Tier als Mensch. Und da braucht man als Stadt halt auch Eier in der Hose und nicht eine schrumpelige Rosine. Wenn ich den Altmaier schon höre, ja, da fehlt die Akzeptanz in der Bevölkerung. Entweder ist Klimawandel eine Existenzfrage oder nicht. Stattdessen alle 3 Meter eine Demo. 37 Initiativen arbeiten jetzt zusammen. Energiewende, ja! Ho, ho, ho! Aber doch nicht so! Hi, hi, hi! Fickt euch doch ins Knie! Ja. Ja. Ja, ja.
Sie haben doch recht, euch zu sorgen. Kurz faktisch, in der Windenergiebranche sind seit 2016 über 40.000 Stellen weggefallen. Hau, 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 juckt hier keine Sau. Jeder will sauberen Strom, aber bitte keine Windräder. Schnelles Internet, aber ohne Funkmasten. Wenn das so weitergeht, kacken wir in 10 Jahren alle wieder vom Baum. Na ja, gut. Herr Puffer, man könnte die Anwohner ja auch endlich mal mehr an den Gewinnen der Windkraft beteiligen. Wenn es denen wenigstens ums Geld ginge. Aber die haben ja einfach nur Ängste. Mich stört persönlich an den Anlagen, dass sie für mich eine optische Bedrohung darstellen. Vor allen Dingen auch nachts, wenn die so rot blinken. Da blinkt eine rote Lampe. Oder, wie man in der Eifel sagt, das Auge des Teufels. Hör mal, diese bematschten Landeier wollen alle Annehmlichkeiten der modernen Zeit, aber wehe, irgendwas blinkt rot. Ja, ja gut, als arroganter Städter sagt sich das alles natürlich leicht. Ja, Moment mal, genau, ne? Weil in der Stadt alles so geil ist. Da darf ich von morgens bis abends Abgase wegschnüffeln, überall Lärm. Stellen Sie sich mal vor, wir haben sogar Ampeln, die blinken manchmal gelb. Das sind schon 2 Farben. So, ich wende mich jetzt mal direkt an unsere Zuschauer vom Land. Ach du Scheiße. Liebe Dorfbewohner, liebe Provinzpissnelken, sehr geehrte Hinterwäldler, seit Jahren nölt ihr nur rum, weil ihr die gleichen geilen Sachen haben wollt wie wir in der Stadt. Ich behaupte, Gott will gar nicht, dass jeder Honk im Sauerland ruckelfreien Netflix schauen kann, okay? Vorschlag, guckt doch einfach mal aus dem Fenster. Ihr seid doch freiwillig in eure Käfer gezogen oder freiwillig nicht weggezogen. Und wozu braucht ihr bitte Tinder? Ihr habt doch Kinder. Geil, danke. So, kommt, wer keine Funkmasten will, der kriegt auch kein Internet. Basta. Und wenn ihr euch beschweren wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail. Ach nee, geht ja nicht. Schöne Grüße aus der Stadt. Euer Sebastian Puffer. Sebastian Puffer, meine Damen und Herren. Viel Spaß mit der Post. Ich fürchte, nach diesem Beitrag werden uns in der Tat allerlei E-Mails vom Land erreichen. Und wenn ich E-Mails sage, meine ich Postkarten. Aber noch mal zurück zum CDU-Parteitag. Friedrich Merz, der große Revolutionär, sagt plötzlich, er unterstützt Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, total loyal, auf einmal. Der Showdown fällt aus. Bitterer Rückschlag für alle, die ihn als CDU-Vorsitzenden wollen. Also vor allem für Friedrich Merz. Oder reicht es doch noch für die Kanzlerschaft, fragt Dietmar Wischmeier. Die 1000 wichtigsten Politiker Deutschlands. Heute Folge 991. Friedrich Merz. Aufgetaut aus dem Permafrost des Sauerlandes erscheint 2018 eine Lichtgestalt am Horizont der CDU. Es ist der mehrfach hochbegabte Friedrich Merz. Hier ein frühes Bild von kleinen Fritzchen als Problemteenager am Ufer der Möhnetalsperre. Zurückgekehrt in die Politik ist er nur, um Rache zu nehmen an der Grottenkanzlerin Merkel. Und um zu beweisen, dass alle seine Ideen auf einen Bierdeckel passen. Kurz und knackig formuliert, wir brauchen endlich die asozialste Politik, die in Deutschland jemals gemacht worden ist. Ja, das denken viele in der CDU, aber sie sagen's nicht. Also verkackt Merz auch seinen 1000. Putschversuch. Und AKK, das Fettnäpfchen-Suchgerät aus Püttlingen, bleibt Vorsitzende. Weil sie sich auskennt, auch in der digitalen Welt. Der Cyberraum ist zunächst einmal keine physische Dimension. Missverständnis. Der Cyberraum ist das Zimmer im Altersheim, wo die Spucke-Opis weggesperrt werden. Friedrich Merz weiß natürlich, aus diesem aufgescheuchten Saarland-Zwerghuhn wird niemals eine Kanzlerin. Die hätte nicht mal ein eigenes Flugzeug, um pünktlich den nächsten G8-Gipfel zu erreichen. Da ist Friedrich der Große schon eher Kanzlermaterial, findet zumindest die Junge Union. Ja, Fresse! Besorgt euch endlich eine Freundin, dann ist der Druck weg. Und jetzt verrate ich euch mal was. Nächster Kanzler wird gar nicht euer Idol, der Eierkopf von BlackRock, sondern Armin Laschet, der süße Hobbit aus Aachen im Auenland. Weil der die wirklich relevanten Fragen stellt.
Sollte man Wäsche noch mit dem Wäschetrockner trocknen? Oder sollte man sie nach draußen hängen? Endlich fragt's mal einer. Gegen diesen kleinen Wonneproppen von der Zwiebackpackung wird unser Fritze wie eine abgestorbene Fichte aus dem Sauerland. So, und nächste Woche zeige ich Ihnen, wie AKK im Cyberraum einen Roboter trifft. Und nicht mal der will ihr noch die Hand geben. Traurig. Tschüss. Mein Arzt hat mir verboten, mich weiterhin so aufzuregen. Deswegen wollte ich euch allen einfach nur einen schönen Tag wünschen. Oh, Scheiße! Überall lassen die ihre Drecksrequisiten liegen. Und ihr lasst jetzt gefälligst ein beschissenes Abo da.